In diesem Video geht es um die besten Raclettes. Der Qualitätssieger in unserem Raclette-Test geht an den Rommelsbacher RCC 1500. Diese Raclette- und Grillgeräte im Schweizer Design bestechen durch Eleganz und hochwertige Verarbeitung. Das verchromte Gehäuse steht stabil und sicher und ist ein Blickfang auf jedem Tisch. Auf der gerippten Grillplatte gelingt alles perfekt, ob Fleisch, Würstchen, Scampi, Fisch oder Gemüse. Gegrilltes erhält dabei die beliebten Grillstreifen. In den Pfännchen kann man leckere Snacks überbacken und würzigen Raclette-Käse schmelzen. Die Temperatur des Grills kann mittels Thermostat nach Belieben stufenlos geregelt werden. Während einer Esspause können die Pfännchen im integrierten Parkdeck sicher und praktisch abgestellt werden. Grillplatte und Pfännchen sind mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen, was für ein angenehmes Handling während des Grillens und anschließend für eine leichte Reinigung sorgt. Die Leuchtdioden verleihen dem eleganten Gerät modernen Schick und einem geselligen Abend besonderen Glanz. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der WMF Lono. Mit dem 1500 Watt starken Raclette lassen sich Raclette, Käse oder leckeres Grillgut zubereiten. An der Seite befindet sich ein Regler zur variablen Temperatureinstellung. Diese ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Neben dem typischen Schweizer Raclette-Gericht mit Raclette, Käse und Pellkartoffeln können in den Pfännchen auch andere Spezialitäten nach eigener Fantasie zubereitet werden. Unter der Grillplatte befindet sich eine praktische Ablage-Parkstation für heiße, benutzte Pfännchen. Für die Zubereitung von Raclette können 8 antihaftbeschichtete Pfännchen verwendet werden. Für die kratzempfindliche Beschichtung immer die mitgelieferten Raclette-Schieber verwenden. Die spülmaschinengeeignete Wendegussplatte verfügt über 2 verschiedene Seiten. Auf der gerippten Oberfläche können Sie beispielsweise Fleisch, Fisch oder Gemüse grillen. Die zweite Seite der Wendegussplatte ist unter anderem für die Zubereitung von Spiegeleier oder Crepes geeignet. Für das typische Schweizer Raclette benötigt man pro Person 200 bis 300 Gramm Raclette-Käse mit einem Fettgehalt von mindestens 45%. Den Käse in 5 mm dicke Scheiben schneiden, eine Scheibe in ein Pfännchen legen, das Pfännchen in das Gerät stellen und schon beginnt der Käse zu schmelzen. Die Wendegussplatte wird in lauwarmem Wasser unter Zugabe eines Spülmittels mit einer Spülbürste reinigen. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Raclette-Test ist der Tefal RE 4588. Raclette-Grill für spaßige Raclette-Abende für alle. Mit dem Raclette-Grill-Ambience können Sie sich auf einen raffinierten Raclette-Grill freuen, mit 10 antihaft versiegelten Pfännchen für unvergessliche Abende unter Freunden oder mit der ganzen Familie. Ein sehr praktisches Gerät, da es auch als Grill verwendet werden kann. Dank des abnehmbaren Kabels lässt sich der Raclette-Grill problemlos verstauen und bietet mit seiner Thermospot-Temperaturanzeige einen praktischen Vorteil. Thermospot färbt sich rot, wenn das Gerät perfekt vorgewärmt und kochfertig ist. Abnehmbares Anschlusskabel zur leichten Verstauung. Tefal Antihaftversiegelung auf der Platte und den Pfännchen, kein Anbrennen und leichte Reinigung. 10 Pfännchen inklusive. Bequem und sicher direkt am Gerät. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.